Und da sind wir wieder, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zur Folge 324. Mein Name ist Ufo Mann von Ufo Mann LP und ich präsentiere Ihnen eine nachkommentierte Folge heute. Und morgen wird auch nochmal nachkommentiert sein, weil ich nach langer, langer Zeit mal wieder vergessen habe, Audacity zu aktivieren und dadurch wurde die Tonspur nicht aufgezeichnet. Und dann wollen wir mal gucken. Ich sitze jetzt hier gerade ganz entspannt mit einem Kaffee, gucke mir hier mein eigenes Let's Play an und kommentiere das mal. Ich hatte das ja schon mal gemacht, aus der Not eine Tugend, weil ich ja auch vergessen hatte, Audacity zu aktivieren. Fand das eigentlich ganz gut, hat Spaß gemacht. Mal gucken, ob es diesmal auch Spaß macht. Also hier bin ich jetzt gerade dabei, den Eisenbahntunnel, der da entstanden ist, den auf 3 Block Höhe zu bringen. Der hatte erst 2 Block Höhe, dann auf 3 Block Höhe zu bringen und sozusagen hier die Erde mit Cleanstone auszuwechseln. Glücklicherweise durch meine Behutsamkeitsspitzhacke, die ich ja mittlerweile dann doch ab und zu benutze, war ich dann in der Lage, Cleanstone effektiv abzubauen und wieder neu zu setzen, ohne dass ich den extra brennen muss. Ja, und dann bin ich gerade dabei, hier das Ding auszukleiden. Und wir wollen ja hier eine Eisenbahnstation Richtung Ufotopia bauen. Da geht's... das ist ja aber schwer hier mit dem Nachkommentieren. Oh, ich trinke mal einen Schluck Kaffee, um ein bisschen Zeit zu schinden. Es ist wahrscheinlich die Kaffeetasse ans Mikro gekommen. Und da habe ich mir ja vorgenommen, dass ich eigentlich prinzipiell erstmal ein ganzes Stück geradeaus gehen will. Und dann im Prinzip diese Naturgegebenheiten weitestgehend hier nutzen, indem wir halt so wie in einer wirklichen Welt, in der unnormalen wirklichen Welt. Und wir werden hier jetzt durch diesen Mini-Berg durchgehen. Auf der anderen Seite kommt dann ein See. Da werde ich dann eine kleine Überführung machen. Und was ich auch bei diesem Let's Play erzählt habe, was ich jetzt nochmal wiederholen werde, ich hoffe, oder die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß, dass wir nochmal durch so ein richtiges Bergbiom kommen. Und da wäre man natürlich unten dann in vielleicht sogar einen etwas größeren, so ein 3x3 Block Tunnel graben durch den Berg. Und zwar in der Hoffnung, auch da Eisen zu finden. Ja, weil wir dann im Prinzip in dem Moment, wo wir unten sind, Eisen finden. Wenn unsere Eisenvorräte alle sind, dann gehe ich einfach in die Tiefe, mache mir einen unterirdischen Tunnel in Stücke, solange bis wir genug Eisen wieder zusammen haben. Wir werden aber dann mit diesem unterirdischen Tunnel nicht auf Ebene 10 gehen, um noch Diamanten zu finden, sondern wir werden den dann in irgendeiner Eisen gibt es ja eigentlich überall. Ich gucke dann vorher nochmal, wo die optimale, oder vielleicht hat von euch jemand ganz spontan drauf, welche die beste Ebene ist, um Eisen zu finden. Gut, da geht's weiter. Wir kommen gut voran, sehen wir. Jetzt bin ich extra nochmal dahin gegangen, um einen einzelnen Erde einzusammeln. Ja, so wird man dann mit der Zeit, wenn man hier eine Weile Minecraft spielt, wird man sehr penibel und lässt nicht einen Block schweben. So, guck mal, jetzt haben wir es schon ganz schick gemacht. Die Beleuchtung habe ich überall gemacht, damit wir nicht, damit hier keine Monster spawnen. Und jetzt wird die Schiene weitergebaut und gleich sind wir sogar mit dem Tunnel schon fertig. Das ging eigentlich ziemlich zügig. ZZ. Und dann können wir draußen weitermachen. Wollen wir mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich hier fertig bin mit der Schienenstrecke. Ah, okay, jetzt ist schon wieder dunkel. Will ich jetzt nach vorne fahren oder will ich... Nein, ich fahre jetzt durch eine Testfahrt jetzt hier. Der Eingang ist eigentlich auch ganz schick geworden, finde ich, ja, mit den 2 Fackeln. Hier, dieses Türsystem ist von dem Delfino übernommen worden. Da hatte ich mir extra nochmal das Video angeguckt.
von ihm. Und ich hatte es ja schon selber probiert, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass ich da diese Aktivierungsschiene unten runter machen muss. Wahrscheinlich würde es auch mit einer Druckplatte gehen. Nee, mit einer, na, ist egal. So, und jetzt hier, da haben wir schon gesehen, dass der Baum uns da im Weg steht. Der muss natürlich weg. Sowas finden wir überhaupt gar nicht gut, wenn da Bäume im Weg sind. Und jetzt wird hier ein bisschen, es wird schon langsam dunkel. Wir müssen auch gleich schlafen gehen. Und zack, kaum ist es ausgesprochen, baut er sein Bett auf, genau. Und der UFO-Mann schläft jetzt erstmal eine Runde. Sehr schön. Gehen wir mal schlafen. Gut, Commentary hin, Commentary her. Es muss ja weitergehen. Und das Bett wird wieder abgebaut. Und mal gucken, was ich jetzt mache. Jetzt überlege ich wahrscheinlich. Es wird hier noch ein bisschen Terraforming getan. Getut. Getut. Und eigentlich könnte da auch noch was weg. Ja. Jetzt hatte ich aber leider den Kies, glaube ich, vergessen. Da gucke ich gleich ins Inventar. Ich wollte ja Streckenteile auch aus Kies machen. Den hatte ich dann aber vergessen. Habe mich dann entschieden, da Steine reinzumachen. So, hier ist jetzt das Inventar voll. Da schmeißen wir mal was weg, damit das Holz wieder reinpasst. Wir sind hier auch immer noch mit der Behutsamkeitsspitzhacke am Ackern. Natürlich reine Verschwendung. Aber naja. So, jetzt muss hier mal noch ein bisschen weiter gebuddelt werden. Jetzt darf ich natürlich, oder jetzt sollte man nicht, um sich zusätzliche Arbeit zu ersparen, sollte man jetzt nicht da hinten durchgehen, weil sonst das ganze Flasser Wasser in das Bahnsystem reinfließt. Und wenn man Pech hat, ich betone es, das könnte natürlich auch sein, dass es nicht so ist, weil das Wasser nur neue Blöcke weit fließt oder so, würde natürlich auch die ganzen Schienen alle wegspülen. Wasser ist ja dafür bekannt, dass es die Schienen wegspült. Und da gibt es ja diese Methode, dass man dann mit einem Wassereimer, wenn man irgendwo in einem Dungeon ist, diese Schienen einfach wegspülen kann. So, jetzt wird hier im Schnellverfahren, ich bin ja auch im Rahmen dieser Bahnstrecke gerade dabei, das Schnellverfahren zu verinnerlichen, dass ich das öfters mal benutze, damit man ein bisschen schneller vorwärts kommt. Und ich denke mal, ich habe mir das überlegt, ist das nicht zu langweilig, wenn wir jetzt viele Folgen, vielleicht 20 Folgen, 2-3 Wochen, weiß ich nicht, hier immer nur diese Bahnstrecke bauen. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich nicht, das ist doch gar nicht so schlecht. Wir werden ab und zu machen wir kleine Testfahrten, dann fahren wir nochmal zurück mit der Bahn. Oh, den Apfel will ich haben, aber mein Inventar ist voll. So einen Apfel kann man nicht liegen lassen. Man kann ja gerade mal so mit Ach und Krach einen Erdblock liegen lassen. Aber ein Apfel, ungünstig. Mag man nicht liegen lassen. Weil die so schön sind, da schmeiße ich jetzt lieber die Fensterscheiben weg. Und damit ich diesen Apfel einsammeln kann. Vielleicht sollte ich auch mal einen essen. Ich habe ja schon seit Ewigkeiten, oder ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon jemals einen Apfel gegessen habe. Es wäre natürlich nicht so schlecht für so ein bisschen Energiezufuhr. Warum habe ich den denn jetzt wieder abgebaut? Ah, okay. Ein Booster. Da wird ein Booster eingebaut. So, jetzt geht's weiter. Und jetzt kommt natürlich hier diese Überführung. Die werde ich aus Cobblestone bauen. Ganz simpel. Und da habe ich mich auch entschieden, also nicht nur simpel, sondern auch rein optisch gefällt mir das. Das passt gut dazu. Und da habe ich mir überlegt, dass ich da auch einfach nur so wegen der Optik, wegen der Statik, ist es ja nicht nötig, aber nur wegen der Optik, werde ich dann noch da 2-3 Pfeiler einbauen, die im Prinzip die Brücke von unten stützen. Ansonsten wird da kein Brimborium gemacht, weil ich habe sowieso nicht vor, da an dieser Stelle auszusteigen. Das wird eine reine Durchfahrtsstrecke. Und deshalb wird die auch nur ganz normal einbreit. Da wird kein schicker Rand rumgebaut. Die geht einfach nur geradeaus. Wir werden allerdings in ein paar Minuten noch einen Schmuck, eine kleine Sache machen. Wir werden an der Seite von der Bahnstrecke Fackeln anbringen. Und zwar, das sieht dann im Endeffekt ganz schick aus. Da werden wir immer so alle paar Blöcke einen Holzzaun ransetzen und da eine Fackel raufstellen. Und dann sieht das schon schickimicki aus.
Weil ich hatte mir dann auch vorgenommen, oder innerhalb des Plans ist ja mit drin, dass ich die ganze Zeit immer alle naselang Fackeln setze. Und zwar einfach, dass uns da kein Creeper spawnt und uns da ein Loch in die Bahnstrecke reinsprengt. Ich meine, man kann natürlich immer einem Creeper begegnen und da kann natürlich auch ein Loch gesprengt werden. Aber im Prinzip, dass sie nicht genau an dieser Stelle spawnen, sondern halt erst 20 Blöcke weiter oder wie weiter die Entfernung ist im Umkreis von einer Fackel. Ich muss mal kurz husten. Ha, jede Folge huste ich jetzt schon. Jo. Was könnte ich euch denn so Schönes erzählen? Ach ja, hier wird jetzt schon eine Zwischenstation aufgebaut, habe ich mich dann entschlossen, damit ich nicht jedes Mal zurückfahren muss. Jetzt haben wir nämlich schon eine gewisse Entfernung. Wobei es noch eine Entfernung ist, die ist völlig okay, da macht das Zurückfahren noch Spaß. Da bauen wir uns hier so eine kleine Zwischenstation, wo wir überflüssiges Zeug, was wir nicht brauchen, reintun. Dann haben wir da eine kleine Werkbank hingestellt, damit wir uns ein paar Sachen herstellen können. Holz sollte auf dem Weg kein Problem sein, weil wir ja Holz en masse, dann wird uns Holz im Wege stehen wahrscheinlich. Da müssen wir es auch wegmachen. Jo, und da sind wir jetzt hier gerade so ein bisschen beim Ausladen und dann geht's weiter. Haben wir mal kurz überlegt. Geht's weiter hier. So da hinten geradeaus. Also genau in die Richtung, wo jetzt hier diese Bahnschiene geht. Da kommt ja dann dieses. Da, wo ich das Leder gefunden habe, vor einigen Folgen. Ich hatte ja hier kein Leder in Pupsdorf und Umgebung. Da gibt es haufenweise Pferde und Esel, aber kein Leder. Da hatte ich schon aus Not ein paar Pferde geschlachtet, um da Leder zu bekommen. Ich glaube, fürs Lager brauchte ich das für die Schilder. Und dann bin ich aber irgendwie in diese Richtung hier gegangen und da habe ich dann tatsächlich eine hügelige Landschaft gefunden. Eine kleine, mit kleinen Seen durchzogene, hügelige Landschaft und da waren en masse Kühe. Der Kuhhügel hieß, glaube ich, die Folge. Und hatte ich eigentlich schon gesagt, dass wir heute die Folge 324 haben? Ich hoffe. Ich hoffe, sonst habe ich es jetzt gesagt. Der Kuhhügel. Oh ja, guck mal, jetzt sind wir schon ein ganzes Stück vorwärts gekommen. Ja, und jo, man könnte natürlich beim Kuhhügel, ja, beim Kuhhügel werde ich eine Station, da werde ich eine kleine Station bauen. Da werde ich eine Station bauen mit einem Schild Kuhhügel, vielleicht noch ein ganz kleines Stationshäuschen. Vielleicht sollte man an jeder Station ein kleines Mini-Häuschen bauen. Müsste eigentlich auch ein Bett, das wäre natürlich cool, wenn in jedem Stationshäuschen auch noch ein Bett drin stehen würde. Weil hier sind die Stationen dann doch schon ein bisschen weiter auseinander als in Ufotopia, die Station. Müssen wir mal gucken. Aber mit dem Bett ist jetzt so ein bisschen problematisch, weil wir keine. Wir haben ja Schnur. Ich glaube, also man könnte sogar aus Schnur Wolle herstellen, wa? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube ja, man konnte aus Schnur auch Wolle herstellen. Also von diesen Spinnen, wisst ihr? Und da müssen wir eigentlich ziemlich viel haben. Das müsste ich nochmal probieren. Ich schreibe mir das mal gleich auf den Zettel. Und dann könnte man in jedem Stationshaus ein kleines Bett, eine Werkbank und eine Truhe hinmachen. Und hätte dann halt immer so eine kleinen Objekte. Warte mal, Schnur aus Spinnenseide. So, habe ich mir mal aufgeschrieben für die nächste Folge, dass ich erstmal abchecke. Für die übernächste, bis zur nächsten habe ich ja aufgenommen. Die nächste wird nochmal ein Kommentar. Jo, lassen wir mal unsere Gedanken schweifen. Jetzt hatte ich ja in den letzten Folgen schon so viel persönliche Sachen erzählt. Habe ich jetzt so spontan, vielleicht in der nächsten Folge mal wieder, aber diese Folge jetzt erstmal noch nicht. Ich wollte mal ein bisschen was über meine Computervergangenheit erzählen, wie das mit mir angefangen hat mit Computern und solche Sachen. Das könnte ich euch mal erzählen. So, hier wird noch ein Booster eingebaut, damit wir auch nicht zu langsam sind. Siehst du, und diese Brücke, die habe ich auch bis jetzt noch gar nicht ausprobiert. Da könnte man ruhig mal von da oben bis nach Pupsdorf fahren. Jo, und dann wäre das doch schick, wenn wir auf der Strecke im Prinzip immer, wenn wir dann in eine interessante Gegend kommen oder einen markanten Landschaftspunkt,
wenn wir uns dann da so eine kleine Hütte bauen, ich meine, so eine anständige Hütte zu bauen, das dauert eine Folge. Und die Materialien dafür können wir uns ja aus Pupsdorf holen. Wenn wir zum Beispiel Glasscheiben brauchen oder irgendwas Schönes. Ich habe bis jetzt auch noch gar keine Holzhütte gebaut. Also keine konkrete Holzhütte. Ich fand auch ganz gut, habe ich bei Opa Zeron gesehen. Wenn man so eine Holzhütte baut, wo im Prinzip die gefüllt ist mit Ton, mit farbigen Ton oder mit Ton. Da sind die Tontextur von gebrannten Ton ist im Miser sehr schön. Muss ich mal gucken, wie die hier im KOP aussieht, im Texture Pack. Jo, und da bin ich gerade dabei. Das finde ich, sieht schon ziemlich geil aus, da mit den Säulen. Ist natürlich nicht meine Erfindung, aber meine Kreativität ist das schon. Es ist nicht so, dass ich jetzt ein Tutorial gesehen habe, wie man so eine Säulen da bastelt. Aber ich glaube, dass man diese Treppen da falsch rum ransetzt, um da so einen Absatz zu bekommen, habe ich das erste Mal bei Opa Zeron gesehen. Weil der baut ja da ganz schön komplexe Sachen. Gerade diese ganze riesige Sandsteinstruktur da hinten, wo die Arena ist. Dieser Arena-Bereich, das ist ja fast schon ein. Weiß nicht, es müsste wahrscheinlich so groß sein wie Hundsgrab Altstadt. Ist ja schon dieser Sandsteinbereich, den er da in die Wüste reingebaut hat. Also hat er riesige Dinger gebaut. Jo, dann habe ich gestern eine Folge gesehen, da hat er mal so seine neue Karte vorgestellt. Von dem Hundsgraber Städteverbund. Ist natürlich ziemlich cool. Jetzt sind teilweise Leute von der Community mit auf seinem Server und die haben jetzt im Prinzip so, schon so ein großes Land. Ich weiß gar nicht, ob es da schon Namen für gibt. Jetzt heißt zwar der Hundsgraber Städtebund, aber wie heißt das Land, in dem diese Städte sind? Das müsste er sich eigentlich noch ausdenken. Meine Fantasien oder so wären nun ein bisschen langweilig. Oder Hundskrapasien wäre auch nicht so schick. Naja. Siehst du, das stört. Und da habe ich mal festgestellt, aus dem Wasser heraus arbeiten ist gar nicht so einfach. Es gibt aber eine Möglichkeit, wenn man die Schleichentaste drückt, dann springt er zwar immer so hoch und runter, aber dann lässt er sich relativ gut steuern und geht auch nicht unter. Ich glaube, die Hochtaste muss man drücken und die Schleichentaste und dann halt vorwärts, links, rechts und dann kann man so ein bisschen im Schwimmen arbeiten. Aber ist nicht besonders angenehm. Ich denke mal, ich bin dann auch froh, wenn ich mit dieser Brücke hier fertig bin. Aber es wird garantiert nicht die letzte Brücke sein. Vielleicht haben wir auch mal irgendwie Böcke, aber das ist natürlich bedeutend aufwendiger, wenn man das unter dem See unten durchmacht mit dieser, wisst ihr, mit dem, aber das weiß ich nicht, das habe ich ja schon mal gemacht, den Glastunnel habe ich ja in Ufotopia. Und das wäre wirklich schon ein ganz schön aufwendiges Unterfangen. Man könnte es ja so machen, wenn da wirklich eine Landschaft ist. Guck mal, hier zum Beispiel finde ich, die Landschaft wird ja nicht verschandelt durch das Ding. Das, im Gegenteil, die wird ja bereichert dadurch. Ein bisschen Zivilisation. Wenn wir aber jetzt eine Landschaft haben, wo wir uns sagen, du guck mal, wenn hier jetzt so eine Hochbahn durch über den See rüber geht, das verschandelt uns die ganze Umgebung. Ach, guck mal, da kann man ja sogar mit dem Boot durchfahren, sehe ich gerade. Ist hoch genug. Siehst du, ich hatte noch überlegt, ob ich es auch noch ein bisschen niedriger mache. Ich meine, da würde ich ja nicht viel sparen. Ein paar Blöcke nur. Auch keine Bauzeit oder so. Hatte ich mich aber entschlossen. Na, guck mal, jetzt muss ich wieder hoch. Da war ich ein bisschen zu entspannt gewesen. Hab die Blasen außer Acht gelassen. Ich kann zwar hier viel Blasen erzählen, aber ich muss dabei natürlich auch auf die Blasen achten, da im Display, dass ich da wieder Luft holen muss. So, und so langsam geht die Folge jetzt schon dem Ende zu. Ich hoffe, das mit dem Commentary funktioniert so. Aber ich meine, es ist ja fast gleichwertig wie eine normale Folge, in der wir so live quatschen. Wir haben sogar noch den Vorteil, dass man hier frei von der Leber weg irgendwelche Geschichten erzählen kann und sich null konzentrieren muss. Und an dieser Stelle sage ich ja mal auf Wiehö.